Ja, hallo und willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Diese Woche bei Bitcoin und Co. Was ist in den letzten Tagen passiert? Nun, ich habe ja vor einiger Zeit über die Lightning Network Trust Chain berichtet, die um die ganze Welt geht und zwar immer in einzelnen Zahlungen, in Zahlungen über das Bitcoin Lightning Netzwerk von einer Person zur nächsten. Und das Ganze wird über Twitter abgewickelt. Das heißt, immer die Person, die gerade die Lightning-Zahlung erhalten hat, sucht eine andere Person, die die Lightning-Zahlung erhalten möchte. Diese andere Person sendet dann ihre Lightning-Payment-Adresse über Twitter an den Versender oder an die Person, die gerade die Zahlung bei sich hat. Und dann findet der Austausch wieder über eine Bitcoin Lightning Wallet statt. Und jedes Mal wird ein kleiner Betrag, ich glaube es sind 100 Satoshis, an die Summe angehängt. Das heißt, die Summe steigt immer mehr und mehr und der gesamte Betrag soll dann zum Schluss einer, ich weiß noch nicht welcher Organisation, aber auf alle Fälle zu einem guten Zweck, für einen guten Zweck gespendet werden. Jetzt ist die Lightning-Zahlung von Iran nach Israel gesendet worden. Und anlässlich dessen, es werden immer so Memes gezeichnet oder herausgegeben. Und anlässlich dessen, hier sieht man also im Hintergrund die Bitcoin Embassy von Tel Aviv in Tel Aviv und die Friedenstauben, die eben zeigen sollen, dass es möglich ist, mit Bitcoin Zensur sichere Zahlungen weltweit über Grenzen zu senden. Hier haben wir den Tweet von dem Iraner, der diese Sendung nach Israel gesendet hat. Und er sagt eben, er hat eigentlich noch nie in seinem Leben eine Transaktion über die iranischen Grenzen hinaus tätigen können. Und mit Bitcoin war das jetzt zum ersten Mal möglich. Auf anderer Seite in den USA hat eine der größten oder vielleicht überhaupt die größte Bitcoin Exchange, also eine Online-Börse, wo man Kryptowährungen, verschiedenste Kryptowährungen mittlerweile sogar Ripple kaufen und verkaufen kann. Diese Exchange hat ein neues Startup gekauft und zwar die Firma Neutrino. Das ist ursprünglich eine Firma aus Italien und sie stehen nicht nur im Verdacht, sondern sie haben auch, das weiß man, immer wieder Informationen im Internet gehackt und die an Regierungsinstitutionen etc. weitergegeben. Und Coinbase hat diese Firma akquiriert und hat dann in einem Interview gesagt, wir haben diese Firma kaufen müssen, weil die Firma, die vorher unsere KYC-Checks gemacht hat, die hat Daten verkauft. Und daraufhin ist natürlich auf Twitter ein großer Sturm losgegangen. Bitpanda hat deutsche Unternehmen zur Registrierung der einzelnen Kunden auf ihrer Plattform integriert und für die AML, also Anti-Money Laundering und Anti-Terrorismus-Finanzierungsüberprüfungen, hat Bitpanda ein englisches Unternehmen mit Sitz in London. Das heißt, das sind lauter Unternehmen, die in Europa ansässig sind, vorausgesetzt, der Brexit kommt nicht. Da kann man davon ausgehen, dass die Datenschutzbestimmungen strenger sind oder wir wissen, dass die Datenschutzbestimmungen in Europa strenger sind als in den Vereinigten Staaten. Von daher denke ich, kann man davon ausgehen, dass die Bitpanda hier große Sorgfalt darauf legt, dass keine Daten weitergeleitet werden. Genauso sehe ich das für die österreichische Exchange Coinfinity. Die Coinfinity ist ja Österreichs ältester und am längsten bestehende Online-Exchange, ein Bitcoin-Broker. Und die verwenden für die Kundenverifizierung ein österreichisches Unternehmen, das zur österreichischen Staatsdruckerei gehört, mit der gemeinsam Coinfinity ja auch die Card Wallet herausgegeben hat. Als Alternative dazu, wenn man sein Geld oder seine Bitcoin nicht auf einer Exchange kaufen möchte, die KYC-Überprüfungen macht, kann man verwenden einerseits BISC. BISC ist eine
eine dezentrale Software, mit der man Kryptowährungen bzw. Fiat-Währungen handeln kann. Also man kann hier zum Beispiel um Euro Bitcoin einkaufen oder Ether gegen Bitcoin tauschen. Und das in dezentraler Manier. Das soll heißen, man muss sich selbst die BISC-Software auf den Computer herunterladen und ist aber komplett anonym. Das heißt, die Daten bleiben alle auf dem eigenen Computer. Man verwendet dazu keinen Server, der irgendwo zu einer Firma dazugehört. Und deshalb gibt es hier auch keine KYC-Überprüfung. Eine andere Methode, um an Bitcoin und sonstige Crypto-Assets zu kommen, ohne seine Privatsphäre aufgeben zu müssen, ist Local Bitcoins. Local Bitcoins ist eine Webseite, auf der man einerseits online Kryptowährungen kaufen und verkaufen kann, aber man könnte sich auch lokal mit Bitcoin-Händlerinnen und Händlern treffen. Der Vorteil bei dieser Börse ist eben auch keine zentrale Institution, es werden keine Daten zur Privatsphäre gespeichert und man kann hier kaufen und verkaufen und das Geld wird in der Zwischenzeit in einer Art Tresor, also in Escrow, gehalten. Das heißt, solange die Zahlung nicht wirklich bei einem angelangt ist, muss man die eigenen Bitcoins nicht freigeben. Das heißt, es ist ein Smart Contract dazwischen gestellt, der das Geld so lange einfriert, bis beide Parteien sagen, okay, der Deal ist gelaufen, es hat funktioniert und dann erst wird das Geld freigegeben. Also hier ist man auch auf der sicheren Seite. Natürlich muss man trotzdem Vorsicht walten lassen, aber da gibt es auch auf der Webseite von localbitcoins.com Tipps, wie man sich hier am sichersten verhalten kann. Ja, das war es eigentlich heute schon wieder zum Thema Privacy, Lightning-Netzwerk etc. Ich möchte jetzt noch hinweisen auf den aktuellen Podcast, der gerade auf meiner Bitcoin & Co. Seite zu finden ist. Und zwar ist das mit CryptoRobbie, dem Robert Schwertner. Wir sprechen über Blockchain-Use-Cases, vor allem im Hinblick auf Sustainability und Return on Society. Und dazu passt ganz gut, dass ich mich freue, dass ich nächste Woche im Podcast dann die Shermin Forschengier habe, die auch mit mir über Tokenization gesprochen hat, über ihr neues Buch, das jetzt im Frühling erscheinen wird und auch über Projekte, über Blockchain-Projekte zum Thema Sustainability. Und das kommt nächsten Donnerstag dann raus. Ich freue mich schon sehr darauf. Ja, zu guter Letzt noch der Hinweis für alle, die es näher interessiert, auf mein Bitcoin-Webinar unter webinar.anitaposch.com. Ist kostenfrei und dauert etwa 20 Minuten. Das war's wieder für diese Woche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich bis zum nächsten Mal. Wiedersehen, ciao.